So, ihr habt euch jetzt einen Tag verschmäht. Ich hab euch nicht mitgenommen, wie wir von Abyane jetzt daher gefahren sind nach Kaschan. Heute ist der erste richtige Tag in Kaschan. Gestern haben wir eigentlich nur noch eingecheckt, haben ein bisschen, ja, die Lage ist ein bisschen abgecheckt. Und heute geht's in Kaschan in die Underground City. Das war früher irgendwie ein Zufluchtsort für die Menschen, wenn irgendwelche Feinde in die Stadt gekommen sind. Das sollte recht cool sein. Und sonst lassen wir es auch relativ ruhig angehen in Kaschan. Schaut's einfach, was man so treibt. Vor wie bei Blair Witch Project. Nach einem kleinen Panikanfall am Anfang, weil die Gänge hier wirklich sehr eng sind in der Underground City und tief. Ich habe Gott sei Dank den Panikanfall überwunden. Es ist so bedrückend am Anfang. Jetzt geht's aber. Es ist sehr cool. Wie man sieht, sind wir wieder da. Wir sind ja von hier aus in diese Underground City gefahren, haben wir uns einen Snapdriver geholt. Das ist so das Pendant zu Uber. Relativ günstig, also so ein bisschen mit Privatautos fährt man da. Und der hat uns dann da hingefahren. Dann sind wir erstmal in diese Höhle. Da haben wir ja noch Videoaufnahmen. Das war richtig cool. Aber wenn ich am Anfang ein bisschen Angst gehabt habe, weil da geht es ziemlich schnell, ziemlich schmal runter. Das war so ein bisschen beängstigend für mich. Aber nachdem ich das überwunden gehabt habe, ist es gegangen. War interessant. Ja, diese Höhlen sind irgendwie 4 Kilometer lang insgesamt. Wir haben aber nur 500 Meter, glaube ich, davor. Sie sind nur begehbar und so. Aber richtig cool gewesen. Dann sind wir wieder rauf und dann war dieser Snap-Fahrer immer noch da und hat gewartet auf uns. Und dann hat er gefragt, wo wir hinmelden. Dann haben wir gesagt, okay, Finn Garden, das ist also eine Touristenattraktion anscheinend. Wir haben eigentlich gemeint, das ist ein Park, wo man sich einfach so aufhalten kann, weil Garden drin steckt. Dabei ist wieder so eine Grünanlage eines. Irgendein Bekannt, vom bekannten Schar. Genau. War recht schön. Da haben wir auch noch ein bisschen gefilmt. In der Zwischenzeit haben wir schon seine Frau abgeholt. Die ist mitgefahren, also vor der Arbeit haben wir die abgeholt. Und dann hat er uns gefragt, ob wir zu ihm mit wollen in seine Wohnung. Ja, haben wir gesagt, machen wir. Dann haben wir erst nur zum Essen gegangen. Stimmt. Dann waren wir eben in Finns Garden und dann waren wir bei einer daheim. Dann haben uns die dort eingeladen, haben uns Tee serviert und Obst. Ein bisschen Playstation gespielt. Ich habe mit dem Call of Duty und FIFA gezockt. Ich habe noch, glaube ich, 15 Jahre ist das her, seit ich Playstation wieder gezockt habe. Ich habe mir das Hochzeitsbuch anschauen dürfen von innen. Also, ich habe davor nicht sehen dürfen, weil sie da eben abgebildet ist, ohne Kopftuch und ohne. Also schulterfrei. Mir war total cool. Also, wie die an ihrem Hochzeitstag zusammengerichtet haben, ist unvorstellbar. Das habe ich mir gar nicht gedacht. Die haben geschminkt wie. Einerseits wie Puppen und andererseits aber so sehr übertrieben mit Farben und sehr bunt. Wahnsinn. Haben wir gar nicht verstehen können. Also, irgendwo war es ein bisschen komisch. Weil die Frau hat überhaupt kein Englisch gekonnt und er hat bisschen ganz gebrochen Englisch gekonnt, aber
also diese Gastfreundschaft, die haben dann eigentlich angeboten, wir können bei ihr bleiben und schlafen. Ja. Die waren fast ein bisschen traurig, wie wir gesagt haben, wir gehen mal zurück ins Hotel. Wir wollten einen Sack gehen und wollten wir eben einen ein bisschen Feierabend noch lassen, weil wir haben dann auch beim Beten dabei, die haben zum Beten gegangen. Wir haben uns ja. so störend gefühlt teilweise manchmal und haben gesagt, okay, jetzt reicht es dann auch, jetzt fragen wir noch, ob uns zurückfahrt. Und dann waren uns beide fast echt ein wenig vor den Kopf gestoßen, kurz. Ja. Ich habe dann auch gesagt, wir wollen mir das eben noch gönnen, dass sie einen Feierabend haben können und relaxen können. Dann haben sie auch noch so gefragt, ja, können wir jetzt nicht miteinander hier so relaxen, ist doch relaxen genug. Dass ihr die euer Kopftuch nicht ablegen können, solange der Flo mit da war. Von dem her haben wir uns gedacht, vielleicht stören wir, weil es also war wirklich nicht die so. Die sind auch anscheinend wirklich religiös. Mhm. Nicht so wie unsere Couchsurferin zum Beispiel von Isfahan. Aber war auch ganz interessante Erfahrung. Das sind halt einfach, ist eine ganz andere Kultur. Also man merkt, das ist eine ganz andere Kultur. Er hat uns jetzt dann zurückgefahren und wir wollten ihm natürlich Geld geben. Das Snap-Geld zumindest, also das, was er ja eigentlich bei Snap verdient hat, plus ein bisschen mehr, weil er hat das Essen auch gezahlt, also... Also richtig krass. Hat er natürlich nicht angenommen. War uns... Eigentlich schon klar. Ja. Keine Chance. Und dann hat er, wir haben dann ein Stück ins Fuß gegangen und dann hat er uns nochmal vom, der hat schon den nächsten Snap-Fahrer mit dabei gehabt. Er hat sich gefreut, dass er uns nochmal gesehen hat und gleich Kuto gewinkt, wie er irre. Ja. Er sich so gefreut, dass er uns nochmal sieht. Das war echt auch witzig, gell? Sehr cool. Also die Menschen im Iran. Das ist halt cool. Salam! Wieder ein neuer Tag. Heute geht's um Bazaar. Und jetzt zeige ich euch erst einmal unser Gasthaus bzw. unseren Innenhof von einem Gasthaus. Der ist nämlich mega. Und haben uns heute zur Aufgabe gemacht, dass wir einen Bimsstein suchen, weil vom Gehen in die Flipflops in der Stadt man eigentlich echt eklige Füße kriegt. Und gesagt, getan, haben wir tatsächlich einen gefunden. Beim ersten Geschäft haben wir gefragt, der hat dann gedeutet, war das oder eher rechts halten. Das haben wir gemacht, zack, haben wir einen Bimsstein für 20 Cent oder so gekauft. Ich muss gleich was sagen. Das ist kein Bimsstein. Wenn man das nicht in Deutschland vermutet, sondern es ist wirklich ein echter Bimsstein. Voll cool, ich freue mich, dass wir unsere Aufgabe erfüllt haben. Wenn wir die gefunden haben. Jetzt haben wir noch ein paar Süßigkeiten gekauft. Ja, Herz. Da wollten wir eigentlich bloß zwei, drei, aber das geht in dem da nicht. Die machen da ganze Tüten voll. Zwei haben wir schon probiert, aber erst einmal muss Mittag gegessen werden, bevor wir Süßigkeiten naschen dürfen. Also bis später. Jetzt noch den nächsten Vlog. Jetzt wird bei uns wird schon wieder Abend. Morgen geht's in die Wüste. Da sind wir echt gespannt. Und ja, es wird dann heute schon die vorletzte Nacht, weil dann geht's nach Indien. Und was wollte ich noch sagen? Ich weiß gar nicht mehr. Doch, falls ihr gefallen an unsere Videos gefunden habt, dann abonniert uns doch hier. Hier kommt es zu einem anderen Video von uns und ja, man sieht sich, macht es gut, Servus.